Einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße Sie ganz herzlich im Rahmen des SKW Schwarz Update IT zu einer weiteren spannenden Session in unserem Dreitagesprogramm. In diesem Fall jetzt heute zum Thema Verschlüsselung als Weg in die Cloud. Mein Name ist Matthias Ortwein. Ich bin Partner bei SKW Schwarz in München, leite dort auch den Fachbereich IT und Digital Business, der in diese 3 Tage Update IT hier präsentiert. Mit spannenden Themen aus unserer Beratungspraxis, aus Themen, die unsere Mandanten interessieren und die wir ihnen aufbereiten wollen, mit Informationen sie versorgen wollen. Und in diesem Fall mit einem Thema, was aus unserer Sicht ein extrem spannendes für viele unserer Mandanten ist: Wie können wir Cloud-Services trotz der Datenschutzbedenken, trotz so vieler Schwierigkeiten weiterhin benutzen? Wie geht das überhaupt? Geht das? Kann man das überhaupt? Und in dem Zusammenhang haben wir uns ein bisschen Hilfe dazu geholt, und zwar von der Firma Whistlebee, Adenike Omonui und Jan Stappers. Vielen Dank, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Und wir werden zusammen zu dritt mal zeigen, wie sowas funktioniert. Die beiden kommen von der Firma Whistlebee. Wir sind ein Kooperationspartner von SKW Schwarz. Wir kooperieren insbesondere bei Fragen zu Whistleblowing-Systemen. Denn Whistlebee wird da gleich noch ein bisschen, die werdet gleich selber noch ein bisschen was zu eurer Lösung erzählen. Und das Spannende ist aber heute nicht so sehr eure Whistleblowing-Lösung, die auch spannend ist und über die wir gern mehr reden wollen. Aber heute wollen wir uns mal darauf fokussieren. Ihr habt euch entschieden, das aus der Cloud heraus anbieten zu können und eine Lösung dafür zu finden im Rahmen der Verschlüsselung. Und das ist etwas, was wir eben zeigen wollen, wo wir ein bisschen den Rahmen und auch die Möglichkeit umsetzen wollen. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ich fange erstmal an und die beiden spannenden Teilnehmer kommen dann gleich wieder mit dazu. Genau. Also wir hatten gesagt, wir wollen so ein bisschen zeigen, was ist eigentlich der Bedarf, warum kommt man überhaupt auf die Idee, dass man verschlüsselt. Wir hatten gerade eben, komme ich aus einer anderen Session zusammen mit dem Michael Will, Präsidenten der Bayerischen Datenschutzaufsichtsbehörde, wo wir schon eigentlich schon mal den Weg gezeigt haben, wie denn Cloud-Services noch nutzbar, datenschutzkonform nutzbar sein werden. Und da ist ein wesentlicher Punkt ganz sicherlich das Thema der Verschlüsselung. Also der Schlüssel zur Nutzung der Cloud im Rahmen der DSGVO. Die DSGVO, vielleicht um da einen ganz kurzen, aber wirklich ganz kurze Einführung zu geben, nochmal, leider immer noch so, dass sie manchen so erscheint als das geldfressende Monster, das alles kaputt macht und alle Services kaputt und sperrt. Oder ist es nicht vielleicht doch eher so die Leitplanke, die uns hilft, Daten, Cloud-Services so zu benutzen, dass sowohl der Datenschutz gewahrt ist, aber dass insbesondere auch, und ich finde das eigentlich fast noch wichtiger, das Vertrauen derjenigen, deren Daten wir in die Cloud hineinlegen wollen, auch gewahrt bleibt. Und das muss man einfach sehen, wenn man sich mit der Datenschutzgrundverordnung beschäftigt. Und ich mache das sehr viel, spreche mit vielen, auch Kollegen aus anderen Ländern, aus anderen Regionen der Welt. Und immer wieder kommt das gleiche Feedback auch zurück. Die Datenschutzgrundverordnung ist eben nicht nur das geldfressende Monster, sondern auch die Leitplanke, die zeigt, wie kann es denn gehen? Und nicht einfach nur ungebremst irgendwie, unkontrolliert, keiner weiß, was mit den Daten passiert. Stichwort chinesische Provider, wo keiner so ganz genau weiß, was da vielleicht noch dahinter steht, aber natürlich auch amerikanische und britische oder andere Anbieter, wo wir nicht so genau wissen, wie es geht. Und die Idee sollte eben sein, doch, dass so eine Datenschutzgrundverordnung dazu da ist, uns zu zeigen, wie es geht, uns Leitplanken zu geben, wie sowas funktionieren kann. Ja, und wenn wir uns da mal angucken, welche Leitplanken gibt uns denn die Datenschutzgrundverordnung? Dann ist zunächst mal die Frage, wie ist denn der Blick der Datenschutzgrundverordnung auf die Cloud, auf die große weite Welt? Wie sehen wir das denn? Da macht die Datenschutzgrundverordnung eben ihre Unterschiede. Wir fangen damit an, dass es Länder gibt, die sind innerhalb der EU. Naja, da ist ein Datentransfer ohne weiteres natürlich zulässig und nach der Datenschutzgrundverordnung entsprechend geregelt. Ich glaube, da braucht man nicht länger darauf einzugehen. Und neben den eigentlichen EU-Ländern gibt es dann noch Länder, wo man sagt, naja, die sind zwar nicht in der EU, sogenannte Drittstaaten, haben aber ein Datenschutzniveau, das dem, was wir im EU-Bereich, im DSGVO-Bereich haben, angemessen, gleichwertig ist. Das sind dann 3 sichere Drittstaaten. Das sind entweder solche, zum einen die auf Grundlage der EWR-Verträge schon das gleiche Datenschutzniveau haben, oder solche, die insbesondere aufgrund einer Entscheidung der EU-Kommission, einer sogenannten Adäquanzentscheidung, eben als sichere Drittstaaten anerkannt sind.
Das sind dann eben Länder wie Kanada, Japan, als letztes zuletzt Schweiz oder auch Australien oder Argentinien. Ja, und dann gibt es den großen Rest der Länder. Das sind alle anderen, die eben als solche unsicheren Drittstaaten gelten, weil sie eben zumindest per Gesetz jedenfalls mal nicht den gleichen Datenschutzlevel haben, wie wir ihn aus der DSGVO-Gebiet kennen. Und das sind dann eben Länder wie zum Beispiel USA, wie Indien, wie China, wie Singapur, also alles Länder, die auch gerade für den internationalen Datentransfer und Austausch eigentlich extrem wichtig sind, weil viele prominente Provider, Cloud-Provider vor allen Dingen, aus diesen Ländern stammen. Russland ist auch ein Thema und wir müssen uns eben damit überlegen, wie geht das? Und die Datenschutzgrundverordnung gibt dann verschiedene Mittel an die Hand, wie man auch mit solchen unsicheren Drittstaaten Datentransfer betreiben kann. Sogenannte adäquate Schutzmaßnahmen nach dem Motto, wenn es das Gesetz nicht tut, muss ich es eben selber machen. Das sind zum einen vertragliche Klauseln, EU-Standardvertragsklauseln oder auch eine ausdrückliche Einwilligung kann das sein. Und an der Stelle, und bevor ich dann gleich auf die technischen Maßnahmen komme, noch ein Sonderfall, den wir hier erwähnen müssen, sind unsere Freunde von der Insel. Nachdem die Briten eben ja aus der EU ausgetreten sind, eigentlich damit unsicherer Drittstaat sind. Also ich sage immer, das hören die Kollegen ungern, aber es ist so. Adenike, kannst du den Kollegen sagen, laut aus Sicht der DSGVO ist das der gleiche Status, den Nordkorea hat. Aber natürlich mit der entscheidenden Ausnahme, dass wir eben eine Brückenregelung haben bis zur Mitte des Jahres und ja auch gerade dabei sind, die EU-Kommission da eben eine entsprechende Anerkennungsentscheidung zu treffen, sodass dann künftig UK dann den Status eines sicheren Drittstaats haben wird. So, aber wenn wir bei den unsicheren Drittstaaten bleiben, dann müssen wir uns angucken, da gibt es einen Staat, der eben rausschlägt, wenn es um die Cloud-Lösung geht und das sind nun mal die USA. Und warum ist denn das das Problem? Wo steht das Problem? Auch das in wenigen Sätzen vielleicht erklärt. Es ist eben nun mal so, und das wird auch weiterhin so sein und nicht mehr sich ändern, der Datenschutz, gesetzliche Datenschutz, so wie er in den USA geregelt ist, entspricht eben nicht dem, was wir uns in der DSGVO-Bereich unter Datenschutz vorstellen. Es ist ein anderes Datenschutzniveau. Man hat das zunächst im Jahr 2000 auch schon früher schon erkannt, hat dann versucht, hier einen gemeinsamen Level herzustellen, indem man eben das sogenannte Safe Harbor Abkommen geschlossen hat zwischen den USA und der EU, wobei dieses Abkommen dann schon in 2015 im Jahr durch den Europäischen Gerichtshof im sogenannten Schrems I-Urteil, also der Initiator der Entscheidung, der Herr Schrems, wo der EuGH gesagt hat, dieses Safe Harbor Abkommen funktioniert nicht, da es nämlich letztlich nicht ausschließt, dass US-Behörden weiterhin einen sehr ungebremsten Zugriff auf elektronische Kommunikation haben und damit eben gerade nicht den Sicherungsmitteln entsprechen, die wir nach der DSGVO gegen solche ungebremsten Zugriffe eigentlich haben wollen. Kurz darauf hat die EU und die USA sich darauf geeinigt, dann machen wir es anders, dann machen wir ein neues Abkommen mit etwas strengeren Regeln, nennen das Ganze Privacy Shield. Es hat dann 4 Jahre gedauert, um festzustellen, dass das eigentlich gar nichts anderes war oder jedenfalls nichts inhaltlich wirklich viel anderes, das Gleiche und somit auch wenig überraschend der EuGH in der Entscheidung aus dem Juli 2020 Schrems II eigentlich nur gesagt hat, was er schon mal gesagt hat, solange US-Nachrichtenbehörden, Nachrichtendienste relativ ungebremsten Zugriff auf die Daten, personenbezogenen Daten von EU-Bürgern haben, kann ein solcher Datentransfer eben im Sinne der Datenschutzgrundverordnung nicht als ausreichend sicher empfunden werden. So, und jetzt? Was machen wir jetzt? Jetzt versuchen wir alle irgendwie Lösungen zu finden. Versuchen wir alle irgendwie Lösungen, wie wir doch noch in die Cloud kommen, wie wir vielleicht doch die Möglichkeiten eben nutzen wollen, die die Cloud nun mal bietet. Und ich glaube, da geht wenig Weg vorbei, wenn man sich das anschaut. Das ist nun mal einfach zumindest ein wichtiger Teil der IT-Landschaft, wird es immer sein. Cloud-Lösungen sind da nicht mehr wegzudenken. Da gibt es dann Leute, die sagen, naja, solange der Server doch nur in der EU steht, ist doch alles kein Problem. Ist doch egal, wo der Provider sitzt. Naja, das ist leider eben nicht so. Es ist zwar richtig, dass die großen Cloud-Provider alle eine EU-Cloud anbieten, irgendeine EU-Serverlösung anbieten, aber meist ist dann doch irgendwo da so ein Super-Admin dahinter, ein Hersteller-Support dahinter und der kommt eben doch immer noch schwerpunktmäßig aus den USA.
Wir haben erfahren aus der Entscheidung der französischen Datenschutzaufsichtsbehörde CNIL, dass wohl bei AWS da eine Lösung, eine so eine Art French Cloud tatsächlich möglich ist. Auch Microsoft verhandelt gerade mit den deutschen Aufsichtsbehörden über sowas. Aber Stand heute haben wir es eben nicht. Stand heute haben wir keine Cloud, die, also bei den großen Cloud-Anbietern, die von sich behaupten kann, nein, niemals kommt irgendein Zugriff aus den USA möglich, kann ein Zugriff aus den USA möglich sein. Das haben wir einfach nicht. Alternativ, dann kommt immer mal die Frage, naja, was ist denn mit Zertifikaten? ISO 27001, 27018, helfen die nicht? Leider auch nicht, denn das sind ja auch nur Industriestandards, die letztlich auch immer respektieren müssen, dass da nochmal gesetzliche Regelungen drüber stehen, die halt auch jeden Industriestandard letztlich aushebeln. Und wenn die Aufsichtsbehörden nun mal nach US-Recht das gesetzliche Zugriffsrecht haben, dann kann so ein Industriestandard das nicht ändern. Vielleicht wäre ja eine europäische Cloud. Gaia-X ist das Stichwort hier, die Lösung. Ja, das klingt gut, das klingt extrem gut, finde ich, auch im Sinne einer digitalen Souveränität, dass man sowas hat. Aber ich glaube, auch da müssen wir mal realistisch bleiben. Gaia-X wird kein drittes, viertes AWS oder Azure werden. Das wird es nicht sein. Die Investitionen, die dafür notwendig werden, sind viel zu extrem. Gaia-X hat gute Chancen im Bereich von Datenaustausch, Datenräumen, eine extrem gute Lösung sein zu können. Aber sie wird niemals das ersetzen, was eben die Cloud-Lösungen auch an Investitionen bereits getätigt haben. Das wird es wohl nicht werden. Also müssen wir schauen, wie wir mit den Lösungen eben vielleicht doch, die wir haben auf dem Markt, eine Lösung finden. Und da kommen wir nun mal nicht drum herum, uns auch anzuschauen, wie nun mal die Datenschutzaufsichtsbehörden sich mit dem Thema stellen. Da gibt es solche, die ganz undifferenziert warnen vor US-Cloud-Anbietern, US-Software. Ich glaube, das ist sicherlich falsch. Und ich habe eben schon erwähnt, wir hatten eben die Session schon mit Herrn Will als Chef der Bayerischen Aufsicht, der ganz klar gesagt hat, da sind Sie weit von entfernt. Er ist jemand, der immer, die haben gerade die Mailchimp-Entscheidung zu dem Newsletter-Versender Mailchimp gemacht, wo sie eben sagen, naja, wer nicht prüft, der verliert. Also man muss schon schauen, ob das geht, aber das heißt nicht, dass es nicht geht. Und wie es geht, dafür hat der Europäische Datenschutzausschuss eben eine Sechs-Schritt-Prüfung aufgezeigt und in sechs Schritten gezeigt, was man da alles sich angucken kann. Wir gehen da gar nicht durch, ich will da gar nicht reingehen, ich will nur einen Schritt rausnehmen. Denn ein Schritt ist, dass er sagt, wenn das Gesetz die Möglichkeiten nicht gibt, den Datenschutz richtig angemessen zu schützen, dann muss ich mir andere Möglichkeiten suchen. Und eine Möglichkeit sind die technischen Mittel. Das ist eben die technischen Mittel im Sinne von Anonymisierung und Verschlüsselung. Und die wollen wir uns heute mal genauer angucken, wie weit die Verschlüsselung die Cloud retten kann. Der Europäische Datenschutzausschuss empfiehlt in diesem Zusammenhang, wenn Verschlüsselung gewählt, als technische Maßnahme gewählt wird, um die Cloud-Lösung eben datenschutzkonform nutzen zu können. Insbesondere, dass die Verschlüsselung eben schon vor der Übermittlung in die Cloud erfolgt, dass die Verschlüsselungsalgorithmen und Parameter dem jeweils aktuellen Stand der Technik entsprechen, also Schlüssellänge, Betriebsmodus, insbesondere auch robust sind gegen staatliche Kryptoanalysen. Denn gerade also russische oder chinesische Analysen sind da sehr weit vorangeschritten. Da muss dann eben auch der Verschlüsselungsalgorithmus mit standhalten, zertifiziert sein. Und ganz wichtig ist, der Schlüssel darf natürlich nicht beim Anbieter in den USA oder in China liegen, sondern der Schlüssel zum Schlüssel, der muss bei mir sein. Der muss natürlich im DSGVO-Gebiet sein. Sonst funktioniert es natürlich nicht. Auch die deutschen Aufsichtsbehörden haben sich zu dem Thema Gedanken gemacht, sagen eben, ja, Verschlüsselung kann eine effektive zusätzliche mögliche Maßnahme sein, die auch den Datentransfer in die USA ermöglicht. Da gibt es zwar Zweifler, ob das in allen Fällen immer funktioniert. Gerade der baden-württembergische Datenschutzbeauftragte hat da zu dem Thema Empfehlungen rausgegeben, wo er Zweifel äußert, ob das denn immer geht. In jedem Fall aber wird es empfohlen, immer gerade auch bei E-Mail-Verkehr zum Beispiel als qualifizierte Transportverschlüsselung und eine echte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, also nicht nur Verschlüsselung von mir zum Provider und dann wieder weiter, sondern tatsächlich vom Aussender der Daten zum Empfänger der Daten komplett verschlüsselt. Und auch das Bundesamt zur Sicherheit in der Informationstechnologie, BSI, hat hier Empfehlungen ausgesprochen, dass eine Verschlüsselung immer auf Basis des Advanced Encryption Standards, AES, erfolgen muss. Die empfehlen dann auch oftmals Open-Source-Programme, weil sie sagen, da sehen sie die größeren Chancen, dass eben staatliche Hintertüren in der Stelle vermieden werden. Ich bin viel zu wenig Techniker, um das wirklich überprüfen zu können. Die Frage ist, wie kann man verschlüsseln? Geht das denn überhaupt in der Cloud tatsächlich? Naja, es geht sicherlich immer, ich glaube, das ist unbestritten, Data at Rest, wenn ich irgendwo Daten habe, ruhende Datenbanken, Backup-Daten, das geht immer, die kann ich immer verschlüsseln.
Also das ist, glaube ich, kein Problem, das verstehe sogar ich als Anwalt. Data at Transport, auch das, wie gesagt, die echte Ende-zu-Ende-Transportverschlüsselung, auch das ist jetzt nicht wirklich ganz neue Dinge. Schwieriger wird es da, wo Daten im Prozess sind, wo sie gerade verschlüsselt, wo sie gerade verarbeitet werden. Und da sagt der Europäische Datenschutzausschuss, wenn ich vorher verschlüssel, wo sie liegen, die Datenbank und auch den Transport verschlüssel, reicht das nicht, wenn dann in der Verarbeitung doch wieder der Schlüssel aufgepackt werden muss und doch wieder reingeschaut werden kann. Und das ist ja durchaus nachvollziehbar. Und da gibt es dann eben mittlerweile als künftige Möglichkeiten eben Anwendungen, die sogenannte homomorphe Verschlüsselungstechnologien anwenden. Da gibt es also Anwendungsprojekte sowohl von IBM, Microsoft, SealCloud und Gaia-X. Die muss man sich im Grunde so vorstellen, wie so ein im Labor, so ein Laborhandschuh. Ich kann eben von außen mit dem Laborhandschuh in den verschlüsselten Container hineingreifen, die Daten verarbeiten, sie bleiben verschlüsselt, das sehen wir auf dem rechten Bild, und die bleiben dort verschlüsselt. Ich bearbeite sie und nehme meine Hand wieder raus und sie sind die ganze Zeit verschlüsselt geblieben. Das ist allerdings, muss man ehrlicherweise zugeben, noch ein bisschen Zukunftsmusik. Stand heute sehen wir, dass die großen Provider eben gerade Microsoft Bring Your Own Key anbietet. Also das heißt eben ein Programm, wo ich als Kunde meinen eigenen Schlüssel mitbringen kann. Auch Google bietet solche Dinge an. Und bei AWS geht es auch so weit sogar, dass ich da dezidierte Festplatten verschlüsseln lassen kann, trotz Inanspruchnahme einer Cloud-Lösung, was ich auch einen ganz spannenden Ansatz finde. Und da wird man sicherlich sehen, wie weit die Provider da noch weiter in der Lage sind, weiterzugehen. Und wie sowas dann praktisch aussieht und nutzbar ist, das ist jetzt nach diesem kurzen Aufriss dann der Punkt, wo ich sage, Adenike und Jan, da bin ich sehr gespannt, dass ihr mal zeigt, wie sowas praktisch aussehen muss. Ich habe noch einen kurzen Hinweis, bitte. Wenn Sie Fragen haben zu meinem Teil, zu dem Teil der beiden, einfach in den Chat reinfragen. Wir beobachten das und dann werden wir die Fragen sehr gerne direkt beantworten, gegebenenfalls auch im Nachgang, wenn Sie uns da eine E-Mail-Adresse dazu schreiben. Ich übergebe mal an euch beide. Danke, Matthias. So. Könnt ihr sehen? Okay, jetzt alles sehen. So ja, ich und mein Kollege Jan Stavas werden heute Ihnen einen Einblick geben, wie Whistleby mit Verschlüsselung als Mittel zur Nutzung von Cloud-Services umgeht. Und generell einmal hier einmal zur Agenda von heute. Also ich gebe Ihnen erstmal eine Einführung. Dann werden wir Ihnen ein bisschen Hintergrund geben von Whistleby und ein bisschen ihr dann ein bisschen mehr über die Verschlüsselung sprechen und dann generell eine Lösung von der Komplettlösung bezüglich der Encryptions besprechen. So, die kürzliche Außerkraftsetzung des EU-US-Datenschutzschild hat viele Organisationen in Bezug auf alles, was mit dem Datentransfer zusammenhängt, verunsichert. In Anbetracht der Häufigkeit von Datentransfers und der Abhängigkeit von in den USA ansässigen Anbietern ist dies ein Thema, was für die große Mehrheit der Organisationen in der EU relevant ist. Und diese Präsentation heute zeigt anhand eines praktischen Beispiels, wie Whistleby, eine typische Legal Tech-Anwendung, Organisationen dabei helfen kann, die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen zu erreichen. So generell, Whistleby ist ein schwedisches Unternehmen, jetzt eine Tochtergesellschaft von Navex Global, dem weltweit führenden Anbieter von Software für Governance, Risikomanagement und Compliance. Und seit der Gründung im Jahr 2011 hat sich Whistleby für höchste Datensicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Zugänglichkeit fokussiert. Rund 650 Organisationen rund um den Globus vertrauen auf Whistleby, darunter die österreichische Bundeswettbewerbsbehörde BWB und weitere Organisationen aller Branchen und Größen. Und in dieser Präsentation erläutern wir, wie die Whistleblowing-Lösung von Whistleby in Übereinstimmung mit der DSGVO in der Post-Schrems-II-Ära eingesetzt wird. So, wie bereits in der vorherigen Präsentation erwähnt, können Encryption Keys insbesondere in Kombination mit einer End-to-End-Verschlüsselung von Inhalten eine wirksame Zusatzmaßnahme darstellen. Bei Übermittlungen in die USA hängt die Wirksamkeit jedoch davon ab, ob der Datenimporteur keinen Zugriff auf den Decryption Key hat. Ein Beispiel fand Anfang Dezember 2020 statt, als die Deutsche Bank und Google Cloud die Unterzeichnung einer Cloud-Partnerschaft bekannt gaben. Die Parteien stellten sicher, dass die Daten im Ruhezustand und bei der Übertragung verschlüsselt werden.
Die Deutsche Bank verwaltet ihren Encryption Key selber. Genau dieses Modell ist eine Lösung, um ein Whistleblowing-System zu betreiben, das alle Vorteile einer Cloud-Umgebung bietet und gleichzeitig mit den geltenden Datenschutzgesetzen konform ist. Da Informationen, die im Rahmen eines Whistleblowing-Kanals verarbeitet werden, sehr wohl hochsensibel sein können, ist die Verschlüsselung ein Aspekt, der kontinuierlich bewertet und weiterentwickelt werden muss, um sicherzustellen, dass sie dem Stand der Technik entspricht. So, einmal zur Struktur. Also die Struktur innerhalb der Whistleblowing-System vom Whistle, wie angewendet wird, funktioniert wie folgt. Also der erste Schritt ist, für jeden Kunden wird eine URL bereitgestellt, die den Zugang zum Online-Hinweisgeberkanal der Organisation ermöglicht. Diese Umgebung wird innerhalb der Microsoft Azure Cloud gehostet, wobei die Server innerhalb der Europäischen Union stehen. Die gesamte Lösung ist asymmetrisch end-to-end verschlüsselt, was bedeutet, dass nur der Hinweisgeber und die vom Kunden beauftragten Personen Zugriff auf die lesbare Kommunikation im Rahmen des Whistleblowing-Kanals haben. Der zweite Schritt ist, der Hinweisgeber kann die Informationen über den Whistleblowing-Kanal in jeder gewünschten Sprache lesen und einen Fragebogen ausfüllen. Es besteht auch die Möglichkeit, Anhänge einzureichen, von denen alle technischen Metadaten automatisch entfernt werden. Dies ermöglicht es, die technischen Anonymität des Hinweisgebers zu wahren. Der Hinweisgeber erhält eine eindeutige Kombination aus Benutzernamen und Passwort, die es ihm ermöglicht, einen anonymen Dialog zu führen. Der dritte Schritt wäre, dass der Whistleblowing-Kunde ernennt Personen, die Zugriff auf den Whistleblowing-File-Management-System haben, entweder intern oder ausgelagert an einen Dritten, was eine Anwaltskanzlei sein könnte, der seinen Whistleblowing-Kanal verwaltet. Nach der Ersteinrichtung generieren diese Personen ihren eigenen Encryption Key, was bedeutet, dass Whistleblowing keine Möglichkeit hat, auf ihre Case Management Tool zuzugreifen und somit keinen Zugriff auf die Whistleblower-Kommunikation hat. Mit der Struktur haben nur der Whistleblower und die vom Kunden beauftragten Personen Zugriff auf lesbare Inhalte. Dies ermöglicht eine asymmetrische Verschlüsselung gemäß den Richtlinien des Europäischen Datenschutzrats, was bedeutet, dass Kunden von den höchsten technologischen Standards profitieren, die von der Microsoft Azure Cloud bereitgestellt werden, während sie gleichzeitig mit der DSGVO nach Schrems 2 konform bleiben. So, als nächstes gebe ich einen Einblick in die Whistleblowing-Lösung. Zuerst zeige ich Ihnen den Reporting-Channel. Und wie das dann der Whistleblowing-Meldekanal kann Ihnen dabei helfen, Ihren Arbeitsplatz sicherer und transparenter zu gestalten. Sie können Meldungen zu mutmaßlichem Fehlverhalten vollkommen anonym und sicher an ausgewählte Verantwortliche innerhalb Ihrer Organisation senden. Durch eine individuelle Webadresse für Ihre Organisation kann auch mit dem Smartphone, Tablet oder PC einfach und sicher auf den Meldekanal zugegriffen werden. Zusätzliche Informationen zum Meldeprozess finden Whistleblower auf der Startseite. In über 60 Sprachen. Um eine Meldung zu senden, füllt der Whistleblower einfach ein Online-Formular aus und beschreibt, was passiert ist. Anschließend kann die Meldung noch überprüft werden, bevor sie gesendet wird. Sicherheit und Anonymität haben bei uns höchste Priorität. Über das Whistleblowing-System können Sie mit einem Whistleblower anonym kommunizieren. Dieser erhält eine persönliche ID-Nummer und ein Passwort, um auf das System zuzugreifen, Rückfragen zu beantworten oder weitere Informationen zu erhalten. Eingehende Meldungen und anschließende Kommunikation sind verschlüsselt. Es werden keine IP-Adressen aufgezeichnet und die Anonymität des Whistleblowers ist sichergestellt. Alle Meldungen werden an Ihr integriertes File-Management-Tool gesendet. Der Whistleblowing-Dienst kann online bestellt werden. Besuchen Sie unsere Website whistleblowing.com oder wenden Sie sich an eines unserer Teammitglieder, falls Sie Fragen haben. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Zusammen machen wir Ihren Arbeitsplatz sicherer und transparenter. Whistleblowing, Ihr benutzerfreundlicher und sicherer Whistleblowing-Dienst. Ja, und als nächstes einmal das File-Management, wie das aussehen kann. In unserem File-Management-Tool können Mitglieder Ihres Teams eingehende Whistleblowing-Meldungen sicher einsehen und effizient verwalten. Wenn ein Whistleblower eine neue Nachricht schickt, werden Sie unmittelbar per E-Mail oder SMS benachrichtigt. So können Sie nach sicherer Anmeldung über Multifaktor-Authentifizierung schnell handeln.
Whistleblowing minimiert geschäftliche Risiken und schwerwiegende Unregelmäßigkeiten, wodurch Integrität und Ruf Ihres Unternehmens geschützt werden. Unser Tool hilft Ihnen dabei, rechtlichen Anforderungen gerecht zu werden, die für die Verarbeitung von Whistleblower-Nachrichten und personenbezogenen Daten in verschiedenen Ländern gelten. Um mit einem Whistleblower einen verschlüsselten Dialog zu führen, antworten Sie einfach auf dessen Nachricht. Mehrsprachigkeit und Übersetzungsoptionen sind ebenso verfügbar. Zusätzliche Funktionen helfen Ihnen außerdem bei der Bearbeitung von Vorgängen. Sie können Meldungen benennen oder sie kategorisieren, um sie einfach weiter zu verfolgen und Statistiken zu erstellen. Meldungen spezialisierten Teams zuweisen. Zusätzliche Unterlagen und Notizen sicher hochladen. Vorgänge innerhalb des verschlüsselten Tools mit anderen Teammitgliedern diskutieren. Meldungsprotokolle überprüfen, um allen Aktivitäten innerhalb eines Falles zu folgen und Meldungen löschen oder archivieren, sobald ein Fall abgeschlossen ist. Das Fallmanagement-Tool von Whistlebee bietet Ihnen einen kompletten Überblick über alle Meldungen und Vorgänge. Bei Bedarf lassen sich Statistiken erstellen und herunterladen, um sie weiter zu analysieren. In unserem Ressourcencenter innerhalb des Fallmanagement-Tools werden Sie durch einen nahtlosen Implementierungsprozess geführt, in dem Sie Zugriff auf wichtige Dokumente und Informationen erhalten. Expertenwissen, optimale Vorgehensweisen, Richtlinien und Unterstützung bei der Kommunikation – alles in einem. Der Whistlebee-Dienst kann online bestellt werden. Besuchen Sie unsere Website whistlebee.com oder wenden Sie sich an eines unserer Teammitglieder, falls Sie Fragen haben. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Zusammen machen wir Ihren Arbeitsplatz sicherer und transparenter. Whistlebee – Ihr benutzerfreundlicher und sicherer Whistleblowing-Dienst. Ja, super. Super, Anne. Ich finde es extrem spannend zu sehen. Wir hatten uns ja auch, wie gesagt, wir kooperieren mit SKW Schwarz und Whistlebee zusammen, weil wir eben sagen, das ist ein Weg, wie man Hinweisgebersysteme aus der Cloud heraus anbieten können und man zeigen kann, Cloud-Lösungen funktionieren. Und deshalb finde ich das sehr spannend zu sehen. Ich kann verschlüsseln und trotzdem arbeiten. Jetzt ist hier eine Frage im Chat aufgekommen, die müsste ich euch beiden stellen. Und zwar, wenn die Lösung auf Azure gehostet ist, wie ist dann die zuverlässige Erreichbarkeit aus dem Tor-Netzwerk gewährleistet? Könnt ihr da ad hoc was zu sagen? Vielleicht Jan? Jan only speaks in English, but that's no problem. We will translate. But I think you understood the question. Thank you. Please just translate the question. Sure. The question is, if the solution is hosted on Azure, how is it reliable, accessible through the Tor network, the TOR network? Is there a restriction, or is it available even from those anonymous networks? So the entire Whistlebee solution, it doesn't take any metrics. It doesn't follow who is using the solution, and that would mean that with any modern browser, you can use this solution. The system doesn't distinguish where a report is coming from or who is using the tool. Why? Because it's simply not possible. The tool doesn't register any metadata, any information on the user of such a system. Adem, magst du gerade übersetzen? Auf Deutsch, ich kann es auch gerne machen. Also in der Tat, das finde ich eben das Spannende. Es ist letztlich technikneutral, wenn man so will, weil es eben gar nicht registriert, wo die Meldung herkommt. Es ist dem System eigentlich völlig egal, wo es herkommt. Und insofern, ob nun aus dem Tor-Netzwerk oder sonst woher, das ist dem Tool völlig egal. Und daher ist dann auch, also das auch wenn das Backup hinten auf Azure läuft, ist es für das Frontend keine Restriction, keine Einschränkung. Ja. Ich hoffe, die Frage ist beantwortet.
Ansonsten, wie gesagt, aus meiner Sicht dann nur noch mal die Frage, gibt es da Weiterentwicklungen, dass man sagt, gibt es bestimmte Restrictions, es muss die Azure Cloud sein oder könnte ich jetzt auch zum Beispiel als Kunde eigentlich sagen, ich will aber unbedingt, dass das Ganze über Google oder Amazon läuft, könnte man sowas machen oder wäre das schwierig? Yeah, so at this point, in order to guarantee the highest data security standards, we only work with Microsoft Azure. We had the question before, can we somehow host this environment or on our own network? But that is not possible. It is really a standalone solution hosted by Microsoft Azure. We are tracking Microsoft Azure's data security standards very closely because it's key for our business. So at this point, it's just Microsoft Azure. I am quite confident that there will be no change to that as long as Microsoft can guarantee the current data security levels, as they do. And as you rightly set out earlier in at your presentation, if we look at matters like data replication, et cetera, they just offer such a high level of data security, it's basically unmatched by other providers. Also zusammengefasst nochmal, also die Frage kam auf, aber den höchsten Standard kriegt man wahrscheinlich wirklich nur, wenn man sich auf eine Lösung festlegt und dann noch eine wie Azure, die ja durchaus den entsprechenden Ruf auch hat. Ich will das gar nicht bewerten gegenüber den anderen beiden, aber in jedem Fall kann ich verstehen, dass man, wenn man da sich verzettelt über mehrere Lösungen, dann möglicherweise den Standard nicht gewährleisten kann. Insofern, also Whistleby jedenfalls ausschließlich über Microsoft Azure. Wir haben noch eine zweite Frage, die ich gerne weitergeben möchte. Wenn die Anwendung selbst in der Cloud läuft, dann muss man wohl davon ausgehen, dass der Cloud-Betreiber jeglichen Datenverkehr mitlesen kann. Das wäre die Frage, die ich schon hier anders verstanden habe von euch beiden. Man muss auch davon ausgehen, dass das ausgeführte Programm dekompiliert werden kann. Damit könnten US-Behörden letztlich doch auf alle Daten zugreifen. Wie kann man dieses Problem lösen? Jan, did you get the question? Could you just summarize it in English just to Sure, make sure that I understand it correctly? Thank you. The question is, is the cloud provider like Microsoft, are they able to access the program itself and are they able to decompile the software? So if that's the case, then also the administration would be able to access the data and how can you achieve security against this threat? Yes, that's a very good question, and it's really at the core of data security. So our solution is truly asymmetrically encrypted, and as was set out in the presentation, it's not just encrypted, it's end-to-end encrypted, with another security level, which is that only our users generate the encryption keys. And that means that we and all of our sub-processors, like Microsoft Azure, are truly zero knowledge providers. We do not have any access to communication, to data of our customers, data that is exchanged within the Whistleby solution. So there is no backdoor, there is no way for Microsoft to get access to readable content. It's heavily encrypted, only accessible at two sides: the whistleblower, the person sending out the report, and the people managing that report, so the people who receive it. Zu Deutsch, es bleibt eben dabei, ihr habt keinerlei Kenntnis, ein Zero-Knowledge-Provider. Das Programm ist so aufgebaut, dass selbst wenn ich den Source-Code, den Quellcode der Software auseinandernehme, ich komme an die Whistleblowing, an die personenbezogenen Daten nicht dran. Da der Schlüssel hierfür eben beim Kunden liegt, beim Anwender liegt, also sowohl beim Whistleblower auf der einen Seite und auf der anderen Seite beim Unternehmen. Die beiden generieren ihren eigenen Schlüssel und damit habt ihr Whistleby schon keinen Zugriff. Selbst wenn ihr das alles auseinandernehmen würdet und wenn ihr es nicht könnt, dann kann es der Provider darunter, also Microsoft, Azure eben auch nicht oder andere Subprovider, die kommen einfach nicht dran, weil wir eine komplette echte End-to-End-Encryption haben. Deshalb an der Stelle. Und das finde ich in der Tat, war auch für uns ein Punkt, muss ich sagen, weshalb wir gesagt haben, das finden wir ein spannendes Produkt, was wir gerne auch mit betreuen und mit anbieten und sagen können, da gehen wir zusammen in eine Kooperation rein, weil für uns eben noch gerade dieses Thema Datenschutz natürlich wichtig ist.
Wir haben eine ganz kurze Session geplant gehabt und ich glaube, das war auch wirklich so ein bisschen das Gefühl, einfach mal zu zeigen, wie funktioniert das. Again, thanks very much, Jan and Ade, for showing us how you deal with that issue and how you transform data security and data privacy into real-time cloud service usage. Und ein echt spannendes Produkt. Wer mehr darüber erfahren will, zum einen bitte an die Kollegen Ade und Jan sehr gerne direkt ansprechen. Ansonsten auch wir können Sie sich auch an uns wenden. Wir haben auch da einen gemeinsamen Flyer zum Thema Whistleblowing, wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, wie Whistleblowing-Programme funktionieren, wie man die einsetzt und warum man die braucht, dann ist das auch. Oh, jetzt habe ich noch einen letzten Punkt. Oh, den nehmen wir noch. Komm, den nehmen wir noch schnell. How do you manage access for maintenance or incident management purposes without access to unencrypted data? Jan. So that depends on what has to be maintained. Is it the, let's say, the setup of the environment? We can only do that if we get access from our customers. The customer grants us with access. And where it comes to technical maintenance, I don't know how that is done, to be honest. I don't have the answer for you. I'll have to ask that internally, simply because I never came across this question before. So if you want, please share this question with me by email, and I'll make sure that it's answered by our technical people so that I can answer you correctly. Cool. Wunderbar. Ganz lieben Dank nochmal. Wir schauen so ein bisschen auf die Zeit. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank an alle draußen an den Bildschirmen, dass Sie teilgenommen haben, dass Sie dabei waren. Und wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich bitte gerne bei einem von uns dreien oder jedem anderen, der hier in den Kontakten steht. Gerne in den Chat rein nochmal. Ja, und euch noch einen schönen Nachmittag, schönen Abend nach, zu euch nach Hause. Und vielen Dank dafür. Danke. Wiederschauen. Bis dann.